Willkommen bei der Technik-Videowelt. Die Batterie ist ja tatsächlich eines der wichtigsten Dinge beim iPhone. Der Batteriezustand bei 100%, das ist das, was sich jeder wünscht. Natürlich lässt die Batterie mit der Zeit nach, aber ich zeige euch, wie ihr tatsächlich mit einigen Tricks dafür sorgen könnt, dass die Batterielaufzeit möglichst lange bei 100% bleibt. Wie das genau funktioniert, was man da alles machen muss, zeigen wir euch jetzt. Bis gleich. Willkommen in der Technik-Videowelt. Ich bin Alper und heute sprechen wir darüber, wie ihr euren Batteriezustand bei 100% behalten könnt. Das ist tatsächlich nicht einfach so gesagt, sondern funktioniert tatsächlich und zwar relativ lange, wenn man die richtigen Dinge tut. Wir gehen jetzt erstmal auf die Einstellungen von meinem iPhone und gehen dann jetzt etwas weiter runter, bis wir auf den Punkt Batterie kommen. Und ihr wisst ja schon, wenn ihr jetzt hier auf Batteriezustand geht, dann könnt ihr sehen, wie die maximale Kapazität meiner Batterie denn so aussieht. Und ihr seht tatsächlich, das liegt bei 100%. Woran liegt das? Es liegt einfach daran, dass ich zum Beispiel das iPhone relativ wenig nutze und zwar genau dann, wenn ich es mal brauche, aber jetzt dieses spezielle iPhone hat nicht so viele Apps drauf. Das heißt, erstens, überlegt euch mal, welche Apps ihr wirklich braucht und welche Apps davon tatsächlich immer wieder eure Batterielaufzeit verringern. Das heißt, ist dort Facebook drauf oder irgendwas. Also alles, was die Batterie beansprucht. Das zweite ist, ich lade das iPhone dann auf, wenn es vielleicht zwischen 20 und 10% ist. Dann lade ich es auf. Ihr seht hier gerade rechts oben, das ist 16%. Das zeige ich euch nochmal ein bisschen deutlicher hier. Also aktuell liegt es bei 16% und wichtig ist eben, dass ihr das nicht einfach immer wieder daueraufladet. Aha, 70%, ich lade es mal auf. Aha, ist mal 80%, ich lade es mal auf. Das strapaziert die Batterie und sorgt auch dafür, dass eben die maximale Kapazität irgendwann abnimmt. Das dritte ist, wenn ihr es aufladet, dann macht es idealerweise per Kabel. Weswegen per Kabel? Das ist wie bei Netzwerken auch. Kabel ist immer besser, als wenn man über Funkwellen oder sowas geht. Deswegen ist auch Internet schneller, wenn man über ein Kabel geht. Und genauso ist es beim Laden. Deswegen geht das Laden auch schneller, wenn man über ein Kabel geht. Wenn ihr den Key Charger benutzt, dann ist das prinzipiell auch in Ordnung. Allerdings werdet ihr wahrscheinlich gemerkt haben, dass sich das iPhone dadurch erwärmt. Und solche Wärme und immer wieder diese Wellen, die ihr bei dem Key Charger habt, die tun eurem Akku letztendlich auch nicht gut. Das heißt, wenn ihr das macht, nutzt es eben auf jeden Fall mit dem Kabel und eben nicht dauerhaft. Das Letzte, was ich euch grundsätzlich einfach sagen kann, ist, achtet einfach ein bisschen darauf, wie ihr das iPhone benutzt. Müsst ihr immer die maximale Helligkeit haben, müsst ihr Apps haben, die im Hintergrund laufen, müssen eben bestimmte Dinge immer wieder passieren. Grundsätzlich ist es natürlich so, dass die maximale Kapazität von 100% nicht auf ewig bleibt. Batterien verbrauchen sich nun einmal, das ist ganz normal. Aber man kann eben tatsächlich mit ein paar Tricks dafür sorgen, dass der Akku maximal bei 100% bleibt. Ihr wollt noch mehr wissen rund um das Thema iPhone? Gar kein Problem. Ich habe euch hier eine Playlist erstellt. Dort findet ihr alles rund um das Thema iPhone. Diese Playlist findet ihr natürlich auch unten in der Videobeschreibung. Wenn ihr ansonsten irgendwelche Fragen habt rund um das Thema iPhone, ihr wollt irgendwas Spezielles wissen, dann lasst es mich wissen. Schreibt einfach unten in die Kommentare oder kontaktiert mich direkt. Ansonsten hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt mir einen Daumen nach oben und abonniert kostenlos den Kanal. Wenn ihr jemanden kennt, für den das Video interessant sein könnte, teilt das Video. Schreibt uns eure Fragen und Anregungen in die Kommentare auf YouTube. Wir lesen und beantworten fast alles. Bis zum nächsten Mal. Einen schönen Tag noch und auf Wiedersehen hier in der Technik-Videowelt.